Herr Blum, Sie führen jetzt in der zweiten Generation schon Ihr Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern. Die dritte Generation steht im Start. Erzählen Sie uns doch mal, wie Sie was über Ihr Unternehmen. Ja, wir sind ein Metzgereibetrieb mit Sitz in Kalf. Wir sind in der zweiten Generation, wie Sie sagen. Die dritte steht in den Startlöchern. Wir haben drei Standbeine. Das eine Standbein sind die eigenen Fachgeschäfte, auf die wir großen Wert legen. Das andere Standbein ist der Großhandel, wo wir insbesondere andere Kollegenbetriebe beliefern. Einmal mit einem Teilsortiment, manche auch mit einem Vollsortiment. Und das dritte Standbein, das ist das Catering und der Partyservice. Und ich stelle mir jetzt vor, auch für Sie im Dienstleistungsbereich sind ja Fachkräfte schwierig herzubekommen, zu halten. Wie schaffen Sie das? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Problem. Es ist richtig, wir leben im Moment von der Substanz. Die Ausbildungszahlen sind sehr, sehr schlecht, aber wir arbeiten daran und wir wollen einfach in der Region ein attraktiver Arbeitgeber sein im Metzgerhandwerk und wollen so die wenigen, die es gibt, einfach für uns gewinnen. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, Sie gewinnen Fachkräfte, Sie gewinnen Leute für Ihr Unternehmen, die sind unterschiedlich in ihren Voraussetzungen, bringen Stärken und Schwächen mit. Wie gehen Sie damit um? Das war ein großer Wandel, ein großer Umbruch. Es ist heute so, dass man eigentlich auf jeden Mitarbeiter ganz individuell eingehen muss. Man kann nicht mehr sagen, so in diese Schublade, da gehörst du rein, so muss es funktionieren, sondern wir holen ihn dort ab, wo der Mitarbeiter steht, mit seiner Leistungsfähigkeit und wollen ihn dann in die Richtung ausbilden, dass er für uns ein wertvoller und geeigneter Mitarbeiter wird. Und jetzt macht die Arbeit nicht jedem immer gleich Spaß. Es gibt auch stressige Phasen, wo einfach die Geschwindigkeit und Hauruck sein muss. Wie begegnen Sie und Ihre Mitarbeiter diesem Druck? Der Druck ist zweifelsohne da, aber der ist alltäglich und mit dem musste man lernen umzugehen. Und ganz, ganz wichtig ist einfach, die Gehaltstüte ist nicht immer das Wichtigste, sondern einfach das Miteinander, das freundliche Wort, die nette Geste, das einfach die Wertschätzung zeigen im täglichen Alltag, das ist ganz, ganz wichtig und das wissen die Mitarbeiter auch sehr zu schätzen. Und wenn die Mitarbeiter das zu schätzen wissen, jetzt schaue ich männlich, weiblich, die Anzahl von Frauen ist ja nicht gerade im Einzelhandel so hoch. Wie gehen Sie im Betrieb mit dieser persönlichen Lebensbedingungen auch um, die Ihre Mitarbeiter brauchen? Also bei den männlichen Mitarbeitern ist das sicherlich ein kleineres Problem. Die sind meistens in der Produktion angestellt. Es gibt natürlich auch welche im Verkauf. Sie sind meistens der Hauptverdiener und somit ist es ganz klar, dass sie eigentlich so den Tag über im Unternehmen oder bei der Arbeit sind. Bei den Frauen gibt es sehr, sehr viele Modelle und da geht man ganz individuell auf die Bedürfnisse ein. Zum Beispiel, sie können vormittags oder die anderen können nachmittags, die anderen können nur ein Zeitfenster, solange die Kinder im Kindergarten sind und so weiter. Und das ist ganz individuell und auf das muss man dann eingehen. Herr Blum, wenn wir jetzt zum Ende, oder wir müssen leider zum Ende kommen mit unserem Interview, zwei kurze Fragen noch. Das eine, was hat Sie bewogen, dem Förderprogramm Unternehmenswert Mensch, das auch zu nutzen? Und was würden Sie anderen kleineren mittelständischen Unternehmen aus der Branche an Handlungshilfen und Orientierungen empfehlen? Zum einen, ist, wie wir schon sagten, ist die dritte Generation am Start. Für uns, für unsere zweite Generation, reicht es sicher noch aus, aber es wäre sehr kurzfristig gedacht zu sagen, mir reicht es aus und die anderen sollen dann schauen, wie sie zurechtkommen. Wir müssen auch für die ein richtiges Fundament bauen, damit auf dem sie dann weitermachen können und wo sie dann einfach auch gestalten können. Und wichtig ist, dass die Leute dann auch selber gestalten können und dass sie nicht irgendetwas hinterherhecheln müssen, was in der Vergangenheit versäumt wurde. Einfach die Freude am Handwerk, die Freude am Tun nicht vergessen, sich von der Bürokratie, die sicherlich auch da ist, nicht unterkriegen lassen, sondern sich einfach auf das Wesentliche dann auch konzentrieren. Und in jedem Tag gibt es so viel, wo man Spaß und Freude dran haben kann und das sollte überwiegen und nicht die sicherlich auch diese negativen Eindrücke, die man auch am Tag hat, aber einfach positiv in die Zukunft schauen und die Aufgaben, die anstehen, einfach meistern. Vielen herzlichen Dank, Herr Blum, dass Sie da waren für das Interview, dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind. Gerne. Schönen Tag, schöne Veranstaltung wünsche ich Ihnen. Dankeschön.